bin ich wieder mit meinem Mixer. Heute will ich euch zeigen, wie man einen rohen Hummus machen kann. Also, das ist was Türkisches, aber meistens sind die Kichererbsen gekocht und dann püriert. Wir machen das roh und Türkisch. Was ich gemacht habe, ist, ich habe diese Kichererbsen gekeimt in meinen Kasten. Du hast sicher schon mein Keim-Video gesehen, also ganz einfach. Und dies ist ein ganz einfaches Rezept. Wir brauchen nicht viel. Wir brauchen nur Kichererbsen, ein gutes Olivenöl. Also dieses Olivenöl kommt vom Hofer, oder in Deutschland sagt man Aldi. Ist recht preisgünstig, ist 100% bio und kalt gepresst. Und wir brauchen hier zwei Knoblauchzehen, die tun wir rein. Ich habe hier auch Salz aus meiner zweiten Heimat, Südafrika. Und dies ist ein besonderes Salz, weil das ist auch gemischt mit Seaweed, also diese langen Pflanzen, die in dem Meer wachsen, das sagt man Kelp. Und das, also im Kelp ist auch sehr viel Kalzium. Man braucht nicht diese Lüge glauben, dass es nur im Milch gibt. Das gibt es sehr wohl auch in anderen Sachen. Ein. Und Zitrone, das quetschen wir hier einfach so rein. Meine Rezepte sind immer simpel, weil ich mag es nicht kompliziert. So. Juice. Und jetzt tun wir das Olivenöl rein. Da muss man jetzt ganz schön viel rein tun. Man sollte Kerne bedecken mit Öl. Also du siehst hier, ich habe fast eine halbe Flasche verwendet. Aber man kann an diesem Aufstrich dann wirklich tagelang essen. Es behält sich auch gut in den Kühlschrank. Und man kann Rohkostbrot machen oder einen Dip. So, das nehmen wir raus und dann nehmen wir jetzt unser Ding. Hat man ein wirklich gutes, glattes Hummus. In einem anderen Mixer kriegt man das nie zusammen, dass das so glatt ist. Und schmeckt sowas von köstlich. Und ist so gesund. Also, da sieht man, wie man ganz einfach wirklich was Köstliches vorbereiten kann. Ich wünsche guten Appetit und gutes Gelingen und bis bald. Danke fürs Zuschauen.